Heute erklären wir Ihnen, warum alle davon profitieren können, wenn wir Vielfalt willkommen heißen. Das ist Frau Gärtner. Gemeinsam mit anderen Erzieherinnen und Erziehern gestaltet sie das Leben in der Kita kunterbunt. Hier ist der Name Programm, denn viele der Kinder haben unterschiedliche religiöse und kulturelle Hintergründe. Das macht den Alltag im Haus bunt, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Einerseits ist es wichtig, dass sich die gesellschaftliche Vielfalt auch beim Personal widerspiegelt. Andererseits ist es für jede Kita zentral, gute Fachkräfte zu finden. Das sind Frau Malik und Herr Baleva. Beide sind erst vor kurzem nach Deutschland zugewandert. In ihrem Herkunftsland wurden sie zu Fachkräften für die pädagogische Arbeit mit Kindern ausgebildet. Leider können die beiden ihrem Beruf in Deutschland bislang nicht nachgehen. Ihnen fehlt die Anerkennung ihrer Abschlüsse. Und auch bei der Sprache und dem Wissen zu pädagogischen Konzepten in Deutschland besteht noch die eine oder andere Lücke. Doch was wäre, wenn es gelingt, die Fähigkeiten von Frau Malik und Herrn Baleva mit dem Bedarf der Kita kunterbunt zusammenzubringen? Die Kita könnte vom sprachlichen und kulturellen Wissen der beiden und von deren ganz selbstverständlichem Zugang zu zugewanderten Familien profitieren. Das vorhandene Potenzial könnte leicht genutzt werden und die Kita würde zwei wertvolle Fachkräfte gewinnen. Frau Malik und Herr Baleva könnten endlich wieder ihrem erlernten Beruf nachgehen und eine sichere, langfristige und regulär entlohnte Beschäftigung finden. Hierfür braucht es nicht viel. Sie müssen die Anerkennung ihrer Abschlüsse beantragen, eine fachliche Nachqualifikation erwerben und Sprachkurse besuchen. Die Kita muss sich weiterentwickeln und Vielfalt zum Gegenstand des Organisations- und Teamentwicklungsprozesses machen. Hier kommt das Projekt Vielfalt Willkommen der Robert-Bosch-Stiftung ins Spiel. Wir unterstützen zugewanderte Fachkräfte dabei, sich im Behördendschungel zurechtzufinden. Wir helfen bei Anträgen und organisieren Sprachkurse und Weiterbildungen. Doch wir verstehen uns nicht als Personalvermittlung. Gemeinsam mit Partnerorganisationen vor Ort begleiten wir die Einrichtungen und die Fachkräfte über 2 Jahre hinweg. Wir moderieren Organisationsentwicklungsprozesse und koordinieren ein Kita-übergreifendes Netzwerk zu zentralen Themen des Kita-Alltags. Im Pilotjahr wurde das Projekt durch die Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd und die Universität Tübingen wissenschaftlich begleitet. So können unsere ersten Schritte zu einem Modell für Kitas und Fachkräfte in ganz Deutschland werden. Sind Sie nach Deutschland zugezogen und haben Sie in Ihrem Herkunftsland eine pädagogische Qualifikation für die Arbeit mit Kindern erworben? Oder leiten Sie eine Kita, suchen Personal, begreifen Vielfalt als Chance und sind dazu bereit, Ihre Organisation weiterzuentwickeln? Dann informieren Sie sich.